Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend zum Neujahrsempfang nach Waldems-Esch gekommen sind, zum Gewerbeverein Waldems. Ich darf Ihnen allen noch ein frohes 2017 wünschen und natürlich ganz viel Erfolg. Ich freue mich, dass Sie heute Abend sich alle die Zeit genommen haben, aber Sie kennen das Protokoll, es gibt dann doch immer ein paar Personen, die man namentlich nochmal gesondert begrüßt und genau das möchte ich jetzt tun, wobei der erste Gast, den ich begrüßen möchte, der ist noch gar nicht da. Der steht nämlich noch im Stau, was ja prima zum heutigen Thema passt, denn wir werden uns ja mit Infrastruktur beschäftigen und ich bin sicher, er wird uns nachher auch noch ganz genau erzählen, warum er im Stau stand. Peter Beuth ist auf dem Weg zu uns, der hessische Innenminister. Außerdem bei uns, ich freue mich, der Geschäftsführer Standort und Kommunikation der IHK Wiesbaden, Gordon Bonnet. Guten Abend. Außerdem, ich würde sagen, wir applaudieren zum Schluss, wenn ich sie alle vorgestellt habe. Außerdem haben wir sie zusammen an einen Tisch gesetzt. Auch darüber freue ich mich, dass Sie beide hier sind. Andreas Mons mit Gattin und Frank Kilian mit Gattin. Einen wunderschönen guten Abend. Burkhard Albers lässt sich entschuldigen, er schickt seine Vertretung, über die freue ich mich auch sehr, bei uns ist Günther Döring, der Kreisabgeordnete und wir sitzen nebeneinander, das wird sicherlich ein spannender Abend. Marius Weiß, den habe ich auch noch nicht gesehen, der ist aber angekündigt, vielleicht wird er auch im gleichen Stau stehen wie Peter Beuth, wir werden es erleben, vielleicht fahren sie zusammen am Ende. Würde mich jetzt zwar ein bisschen wundern, aber es geschehen immer noch Zeichen und Wunder. Markus Hies, guten Abend. Auch Sie begrüßen wir, Bürgermeister von Waldems. Aus Idstein ist bei uns der Felix Hartmann, den hatte ich auch schon gesehen. Da ist er. Guten Abend. Und aus Walluf kommt zu uns der Gemeindevorstand Randolf Hess. Ihnen allen einen wunderschönen guten Abend. Sie sind hier in einem ganz besonderen Ort, in Waldems-Esch, wo die B275 auf die B8 trifft. Und nun fragt man sich, ist das gut oder ist das schlecht? Und wir haben gerade schon darüber diskutiert, dass das natürlich für Unternehmen, für Pendler, für Menschen, die mobil sein wollen, sicherlich gut ist, denn man will ja von A nach B kommen und das so schnell wie möglich. Aber bei dem so schnell wie möglich, da fängt dann schon das Problem an, denn wenn hier Stau ist, dann ist Stau und dann stehen Sie auch etwas länger. Wie also sieht es eigentlich aus mit der Infrastruktur in deutschen Landen? Man könnte meinen, wir sind auf einem ganz guten Weg, denn wir haben viele Autobahnen, wir haben viele Bundesstraßen, aber schaut man mal, ja, Land, Wasser und in der Luft, dann merkt man schon, da muss noch so einiges getan werden. Das Thema des heutigen Neujahrsempfangs lautet: Infrastruktur, können wir uns das leisten? Jetzt stellt sich die Frage, das Leisten, bezieht sich das jetzt auf das Finanzielle oder bezieht sich das vielleicht sogar auch auf Unternehmen, die sich überlegen, sich im ländlichen Kreis anzusiedeln, weil dort die Mieten günstiger sind? Nur ist die Infrastruktur dort gegeben, so wie die Unternehmen sie brauchen. Das wird heute Abend unser Thema sein. Und da es mir tatsächlich im letzten Jahr passiert ist, dass ich relativ viel aus den Grußworten des ersten Vorsitzenden schon in meiner Anmoderation vorweggenommen hatte und wir dann zu Hause einen kleinen Ehekrieg hatten, habe ich gedacht, ich mache das in diesem Jahr nicht und ich begrüße recht herzlich den ersten Vorsitzenden des Gewerbevereins Waldems, Reinhard Gerbig. So, hallo, hallo. Ja, das wäre schon fast eine Versprechung geworden, der Gemeindeverrat, der Gemeindeverein wäre das gewesen. Jetzt hast du mir natürlich wieder alles vorweggenommen, auch meine Begrüßung an unsere Gäste. Ich sage das jetzt einfach nochmal allgemein, ich danke Ihnen, dass Sie alle da sind. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie auch unseren Einladungen gefolgt sind und hier gekommen sind. Herrn Beuth, der wird noch nachkommen, ich hoffe auch, dass das alles noch so passt. Ich muss natürlich auch unseren Werbepartnern danken, die das hier auch zum Teil mit ermöglichen. Unter anderem Reifenhenkel und die Feuerbank. Dann haben wir auch noch ein Consulting hier, der uns auch noch ein bisschen unterstützt. Und diesen möchte ich allen danken. Ja, Infrastruktur, jetzt hat meine Dame schon alles erklärt. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich wollte eigentlich das ungefähr so gleich sagen. Also der Ehekrieg ist schon vorprogrammiert, ne? Brauchen wir jetzt gar nicht weiter drüber nachdenken.
Also für mich ist als erstmal die Frage Infrastruktur, was heißt Infrastruktur? Wir hatten vor Jahren das Thema gehabt, DSL-Anschluss. Ist ein Thema. Aber es ist ja nicht alles. Ja, wenn ich als Unternehmer doch hierher komme, ist doch meine Frage, kommen auch meine Mitarbeiter hierher? Wie kommen die hierher? Wen habe ich denn als Mitarbeiter und hat er die Möglichkeit, dann hierher zu kommen? Viele Frankfurter, sagt das jetzt so ganz offen, die haben alle gar kein Auto mehr. Weil was wollen die in Frankfurt mit dem Auto anfangen? Ja, dann sage ich halt, ich habe hier einen Job für euch. Ihr denkt, was will ich denn da? Da komme ich ja gar nicht hin. Ja, vielleicht zu den normalen Zeiten mit der Bahn, das funktioniert, aber braucht halt irgendwie 1,5 Stunden. Dann sagt er, nö, wohnt sich doch gar nicht. Zumal der in Frankfurt wahrscheinlich mehr verdienen wird wie hier. Erstens durch seine größere Miete, was wir hier gar nicht stemmen könnten. Also wir haben da so eine Frage, wie sieht Infrastruktur in der Zukunft aus? Wollen wir Infrastruktur für alle, dann dürfen wir nicht über die Kosten reden. Dann müssen wir sagen, das ist eine Grundversorgung. Ja, wie mein Strom, mein Wasser, mein Abfluss, egal, das ist eine Grundversorgung. Die muss für jeden in irgendeiner Form sinnvoll erreichbar sein. Es kann nicht sein, dass die Unternehmen, ich habe das in Nietzsche mitgesehen, mit der Firma NTT Network irgendwas, also nicht NTT Cable, nicht mit dem Provider zu verwechseln, die haben halt einfach für 10.000 Euro sich ein Glasfaser gelegt. Das kann halt ein kleines Unternehmen nicht stemmen. Also es muss die grundlegende Frage gemacht werden, was bedeutet Infrastruktur und dass es ein allgemeines Gut sein muss, dass eine Infrastruktur für alle greifbar ist. Das ist eine wichtige Sache, weil dann kann ich auch Mitarbeiter gewinnen, dann kann ich auch meine Dienstleistung anbieten. Wir haben jetzt auch wieder heute das Thema mit dem Herrn Beuter, steht im Stau. Super, ne? Auch das ist Infrastruktur, wenn die Mitarbeiter im Stau stehen. Wer zahlt die Zeit? Die muss ich doch irgendwo reinkalkulieren. Dann habe ich ein Ungleichgewicht zwischen Fahrzeit und meiner Miete oder meinen möglichen Ersparnissen auf dem Land zu leben, das gleicht sich dann irgendwann nicht mehr aus. Ja, oder wenn wieder die Benzinpreise steigen, wenn wir wieder von Benzinpreisen reden von 2 Euro. Wie sieht es denn dann aus? Also da müssen wir überlegen, wie sieht das aus? Wie sehen so Eventualitäten aus, wenn die Preise wieder steigen? Das sind Themen. Und dann haben wir auch natürlich die große Frage, was mit den Immobilien? Ja, meine Frau erwähnt es so schön mit den Bundesstraßen. Ja, die einen freuen sich, die anderen kriegen ihr Haus nicht los. Da will keiner mehr wohnen. Gehen Sie mal durch die ganzen Städte an den Hauptstraßen, da steht alles zum Verkauf. Und über die Preise wollen wir nicht reden. Ja, die müssen ja schon fast noch ein bisschen Geld hinterherlegen, damit sie es loskriegen. Sie lachen jetzt, wer will an der Hauptstraße wohnen? Wenn da am Tag irgendwie mit LKWs durchrauschen und ihre Gläser im Takt damit dann halt vibrieren. Der kriegt seine Immobilie nicht mehr weg. Ja, und auf der anderen Seite haben wir Ballungsgebiete wie Frankfurt, da explodieren die Immobilienpreise. Ja, da kann man sich die Wohnung schon fast gar nicht mehr leisten. Ja, wer kann in einem, ich sag mal jetzt, Familie mit 2 Kindern, einer geht arbeiten, wer kann dann dort eine 3-Zimmer-Wohnung, 4-Zimmer-Wohnung, die 15, 16, 1800 Euro kostet, wer kann das noch leisten? Ich hatte gerade das Gespräch mit einer Dame von der Handwerkskammer aus Idstein, also vom Handwerker Stammtisch. Ja, wie soll das funktionieren? Was muss der denn dann brutto verdienen, damit der netto so eine Wohnung bezahlen kann? Und dann muss er noch seine Familie damit durchbringen. Das sind Sachen, da müssen wir uns überlegen, wie sieht so eine Zukunft aus in der Infrastruktur? Ja, da müssen wir, und das geht nur, wenn wir die Fläche mitbehalten, damit die Preise auf der einen Seite nicht explodieren und die anderen auf der anderen Seite nicht verloren gehen. Also Infrastruktur ist für mich das Thema, es muss für alle da sein. Und da dürfen wir nicht drüber diskutieren. Das war es von meiner Seite aus. Ich danke Ihnen fürs Kommen und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.